Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, vielen Dank. Es ist übertrieben, es ist übertrieben. Als ob ich es gesagt hätte. Guten Abend, herzlich willkommen bei der Tafelrunde in OF3 und hier aus dem Radiokulturhaus. Bam. Ah, schön, dass Sie da sind, schön, dass wir da sind. Tafelrunde, wir blicken zurück, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir feiern hier, das muss ich sagen, ein bisschen Jubiläum. Heute, ungefähr heute vor einem Jahr, sind wir auch hier gewesen. Da waren noch Gäste im Saal und da haben wir die ersten Corona-Witze gemacht. Also, weil da war gerade die Zugverbindung nach Italien gesperrt. Da habe ich noch gesagt, ja, sehr klar, die Grünen in der Regierung, Virus kommt mit dem Zug. Im Sommer haben wir dann gelernt, nein, das kommt dann mit dem Auto. Dann weiß ich noch, da war Karneval in Venedig, warum sagen sie den Abtragen? Eh alle Masken. Das waren so die Scherze. Und dann haben wir gesagt, ja, mein Gott, das ist schon nicht so tragisch. Regen Sie die Leute auf, was ist das? Also mittlerweile schaut die Welt ein bisschen anders aus. Ein Jahr danach, dass wir alle Masken tragen, hätte sich keiner gedacht. Man sieht ja, wie die Zeit sich weiterdreht, wenn man Kinder hat. Nicht? Bei uns im Kindergarten war jetzt ein Gespräch von zwei Müttern, habe ich belauscht. Die haben gesagt, mein Gott, die Kleine ist schon so groß, wenn jetzt braucht sie eine andere Maske. Ja, das ist so. Das sind die Geschichten. Stimmung ist ein bisschen gedrückt, würde ich sagen, oder? Es ist nicht mehr so ganz fröhlich, es brodelt da und dort. Ich sage immer, es ist so das Gefühl wie ein Gulasch, das im Kellermarkt brodelt und du hoffst hoffentlich heute halt der Deckel, weil wenn es explodiert, schaut es grauslich aus. Nicht? Also hoffen wir, dass das durchhält und man merkt es auch, es wird gleich angezeigt, wenn irgendwo Scherze sind, die ÖVP, wir zeigen euch alle an und die anderen machen eine staatliche Erklärung. Und da wollten wir auch wirklich auf Sicherheit gehen und ich habe heute vor der Sendung von allen hier Anwesenden eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben lassen, dass wir weder von Mainz bleibt Mainz noch vom Villacher Fasching oder von Narisch Gurt je ein humoristisches Angebot bekommen haben, geschweige denn angenommen. Und wenn wir es bekommen haben, haben wir es nur weitergeleitet und nicht selbst daraus irgendwie profitiert. Und das freut mich sehr, dass das alle unterschrieben haben. Ich sage auch ganz herzlich Danke und damit können wir anfangen. Schöne Partie heute. Mit dabei in der Tafelrunde Guido Tantarotti. Mit dabei Gary Seidel. Aus dem Südburgenland Christoph Spack mit uns in der Tafelrunde. Und zum ersten Mal mit dabei Isabel Pannagel. Große Freude. Und wie immer live auf der Originalkirchenorgel hier im Radiokulturhaus Rainer Keplinger und die beiden Staatsanwälte. Ich würde trotzdem, obwohl wir Jubiläum feiern, sagen, wir fangen an, vielleicht am Anfang ohne Corona. Oder es ist so, man kann es nicht mehr hören. Und es gibt so viele schöne andere Dinge, über die wir reden können, die uns das Gemüt erhellen. Ski-WM zum Beispiel, war das großartig? Ich sage nur, 5 Goldene in den alpinen Disziplinen. Unfassbar. Und da ist noch was unfassbar gewesen. Wenn Sie mal schauen, es ist der Schwarz aus Villach, die Linzberger aus Vorarlberg und der Kriechmeier ist überhaupt aus Oberösterreich. Merken Sie was? Wir brauchen die Tiroler gar nicht. Wenn die eingesperrt sind, ist wurscht. Ne? Ich weiß schon, jetzt kommen keine Tiroler schützen. Das sicher brauchst du uns, wir holen die alle mit einem Schlutzkropfen von der Bühne, du. Biathlon, was ist mit Biathlon? Ha? Ja, was? Goldene im Biathlon, großartig von der Frau Hauser, hervorragend. Wobei man natürlich sagen muss, fairerweise, die ist mit Langlaufski schnell gerade gelaufen und hat einen Puffen gehabt, die hält ja keiner auf der Grenze. Aber nein, ist schon gut. Das hilft auch dem Nationalstolz, oder? Da geht man gern raus, sagt, ja, wir haben Medaillen gewonnen und geht am Abend auf kein Bier. Das ist doch durchaus was Schönes. Und es ist überhaupt das Motto, hinaus in die Natur. Es werden die Tage länger, der Frühling kommt, die ersten Pflanzerl. Nicht? Es blümelt, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sagen würde. Nicht? Die haben einen kleinen Samen gefunden da in diesem Samenmitteilungssystem SMS. Ob da jetzt ein Pflänzchen draus wird, wird man sehen. Aber sie haben einmal im Glashaus nachgeschaut, ob da irgendwas sein könnte. Große Aufregung natürlich, nicht? Ui, Hausdurchsuchung und so weiter. Ja, mein Gott, es ist. Die haben halt nachgeschaut da drinnen. Nicht? Und die haben immer gesagt: Mein Gott, alle reden vom Homeoffice, wir machen es nicht. Schauen wir halt einmal nach. Ein paar Orge haben überhaupt gemeint, das war interessant, wenn bei einem amtierenden Minister eine Hausdurchsuchung gemacht wird, weil er als Beschuldigter geführt wird in einer Causa, wo er selber auch zuständig ist, könnte man theoretisch sagen, ja, der könnte ein bisschen zurücktreten und sagen, untersucht es einmal, dann komme ich wieder. Aber das war glaube ich, vom Apotheker vom Villacher Fasching. Der hat das vorgeschlagen und der Blümel hat ihn in einem ganzseitigen offenen Brief in der Faschingszeitung von Villach darauf geantwortet und hat gesagt, na, leider geht das nicht. Aber sie haben nachgeschaut bei ihm daheim
Und haben interessante Dinge gefunden, also Dinge, mit denen man nicht rechnen konnte. Die haben beim Blümel einen Laptop gefunden. Ein Laptop beim Blümel, das ist wie wenn der Mars-Roboter ein Bounty findet, bitte. Das ist unfassbar, nicht? Und das muss auch für ihn eine ganz komische Situation gewesen sein, wie die bei ihm waren, nicht? Die kommen, die, also sie sind ja nicht zu ihm gekommen, er hat sie eingeladen. Hat er gesagt, also er war zufällig auf einem Termin und hat gesagt, mein Gott, Leute, wir haben einen Kuchen daheim, wir haben einen Kaffee gemacht, es gab da Schnittchen und Brötchen, kommt doch einfach mit zu uns. Und wie die dann dort waren, das muss so komisch gewesen sein, wie die das angeschaut haben und gesagt haben, na, dürfen wir den Laptop mitnehmen? Ja, was heißt, was für ein Laptop? Na, den Laptop, das ist kein Laptop. Na, oh ja, das ist ein Laptop. Na, das ist unser Brettl, mit dem schneiden wir die Äpfel für die gesunde Jause. Nicht? Und sagt, na, schauen Sie, den kann man aufklappen, da ist ein Bildschirm unter der Tastatur. Und ich sage, ah ja, das haben wir gedacht, 2.500 für Schneidbrettel ist viel, aber nicht, man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich meine, jetzt hat er es halt nicht gewusst, aber wenn er es jetzt weiß, ist ja gut. Wenn zumindest das überbleibt von dieser Hausdurchsuchung, ist doch in Ordnung. Nicht, dass er, wenn er wieder mal im Untersuchungsausschuss ist, dass er nicht mehr 80 Mal sagen muss, ich kann mich nicht erinnern und Laptop habe ich nie gehabt, dann weiß er das. Ist doch okay. Kann jetzt sein, dass das nicht alles genau so abgelaufen ist, wie ich das gesagt habe. Also vielleicht waren da jetzt auch ein paar, wie kann man sagen, fehlerhafte Fakten dabei, wie es der Kurz gesagt hat, ne? vor kurzem. Also der Sebastian Kurz, nicht, weil da war auch kurze Aufregung um Kurz, also Sebastian oder Martina Kurz, und die sind nicht dieselben. Ja, wobei ich mir denke, wenn einer in Wien und im Waldviertel aufgewachsen ist, dann kann er auch Sebastian Martina Kurz heißen, theoretisch. Nicht? Also Klaus-Maria Brandauer. Sebastian Martina Kurz, Christoph Maria Herbst, alles super Schauspieler. Nicht? Also von dem her wäre das schon gar nicht. Aber ist ja wurscht. Nicht? Auf jeden Fall, was mich schon interessiert hat, ist, dass der Blümel nachher gesagt hat, er würde alles genau so wieder machen. Was ist mit dem los? Hat der Tiroler vorfahren oder was? Ha? Wir haben alles richtig gemacht. Ja? Na, was heißt, er würde alles genau so wieder machen? Er wird wieder 80 Mal sagen, er kann sich nicht erinnern, er hat keinen Laptop. Wenn er eine SMS mit einer Spende schickt, dann wird er es gleich weiterleiten, ohne zu fragen, Alter, wie geht's denn dir? Das ist ja eine Lernkurve, wie er fliegen den ganzen Tag gegen die Scheiben tutscht, ehrlich gesagt. Das ist ja, das ist alles richtig gemacht. Dieses Tiroler Virus, das grassiert um und um, das ist wirklich, was soll man machen? Aber der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident hat das eh alles relativ gut zum Punkt gebracht. Irgendwann hat von den Rülpsern aus Wien geredet, der hat gesagt, die werden mir noch keiner lernen. Ne? Das ist ein Satz, der in der Politik schon oft Erfolg gehabt hat. Wir erinnern uns bei der Frau Tanner, da hat Airbus damals gesagt, na. Und jetzt haben die Bayern gesagt, na, wir machen zu, gell? Ihr bleibt da drinnen. Aber ja, was machen die Tiroler? Geben sie auf? Nein. Die schreiben schon die Speisekarten für nach Corona, nicht? Für die Bayern kostet alles doppelt so viel und in jede Gulaschsuppe, die ein Wiener bestellt, kommt ein Geschenk. Schöne Grüße aus Tirol. Und auch musikalisch arbeiten sie schon dran. Es gibt eine Neuaufnahme eines Klassikers. Eines Klassikers der Unterhaltung auf Skihütten. Die Lockdown-Burm spielen den Neueinstieg in die ORF3-Corona-Charts. Der Virus aus Tirol geht schon. Wir sind nicht blöd, wir sind so toll. Wir haben ein Virus in Tirol. Ritterblatter in der Presse, schreien die Bayern, es so ist. Wir haben ein Virus in Tirol. Zuerst nur da, bald überall. Das ist am Berg und auch im Tal. Ob auf Ski oder auf Rals, um die Burm oder die Madel. Unser Virus aus Tirol. Es ist vorbei. Jetzt zu kaufen überall, wo es Musik gibt. Nicht beim Kaufhaus Österreich leider, weil das ist auch so eine bis zu deppert, eine Kopfwehpartie gewesen von Anfang bis zum Ende, oder? 1,2 Mille hat das kostet, das Kaufhaus Österreich. Von Anfang an, also bei der Pressekonferenz im Finstern, habe ich gedacht, was wollen uns die zwei erzählen? Die Schrampig und der Mara. Nicht? Bei ihm habe ich mir nur gedacht, jetzt weiß ich, warum man Hals nicht vollkriegt, weil er keinen hat. Ja, aber was wollen die sonst? Nicht? Und statt dass man sich hinstellt, das regt mich auf, statt dass man sich hinstellt und sagt, mein Gott, ja, stimmt, ist daneben gegangen, man verteidigt es auch noch. Die verkaufen uns für blöd. Das ist so ärgerlich. In der Pressestunde, die Frau Minister hat gesagt, na, es war nicht alles schlecht beim Kauf aus Österreich. Argumentationen, die so anfangen, kannst du sowieso einmal streichen. Aber es war nicht alles schlecht, weil, ernsthaft, die Bekanntheit vom Kaufhaus Österreich ist so toll. Genau, mit der Argumentation kann man sagen, ja, der Fritzl baut sehr schöne Keller.
Und dann, nein, es war überhaupt was ganz was anderes geplant. Das ist eine Website mit Daten hinten dran. Das von der zuständigen Ministerin, mit Daten hinten dran. Man konnte dort schön flanieren auf dieser Website. Ich meine, in Zeiten, wo Amazon innerhalb von einem Tag alle Bestandteile von einem Kernkraftreaktor an die Haustür liefert, können wir von der Website bummeln gehen mit Daten hinten dran. Ich meine, entschuldige. Und dann ist, ich meine, das Schlimme ist, die ist ja Ministerin und die war CEO von A1, bitte. Wo hat's denn das gewonnen? Bei der Lotterie im Tanzcafé Chivago in Dobel oder was? Ich meine, da wunderst du dich ja, dass beim A1 nicht einen Becher und einen Schnirl kriegst zum Telefonieren. Das ist ja alles nicht mehr so schön, wie ich gesagt habe, wir reden nur über die schönen Sachen. Aber nein, es war schon was Schönes. Eine Presseaussendung hat es gegeben von der FPÖ, vom Norbert Hofer, dem die Corona-Frisur auch nicht gut tut. Der schaut ein bisschen so aus wie einer, der in der großen Pause kaut worden war früher in der Schule. Aber er hat eine Presseaussendung verschickt, nämlich diese hier mit folgendem Titel oder mit folgendem Text. Nach den jüngsten Ereignissen, bla bla bla, Rücktritt der Regierung und ganz wichtig, eine Koalition zwischen der FPÖ und einer ÖVP und der Sebastian Kurz kann ich ausschließen. Da kann man als Kabarettist nur mehr sagen, danke, besser geht's nicht. Und als ÖVP weiß man, wenn der Hofer eine Koalition mit dir ausschließt, dann hast du ein Problem. Wir haben Gott sei Dank kein Problem, weil wir haben fantastische Gäste heute und ich freue mich jetzt sehr, dass er wieder mal da ist. Aus dem Südburgenland mit Klavier angereist, Christoph Sperk, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ich möchte mich wirklich kurz halten, wirklich sprichwörtlich kurz. Also ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Kurz und das hat aber bitte nichts mit unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz zu tun und auch nichts mit der bekanntesten Schwiegertochter des Landes, Martina Kurz. Und falls Sie zu Hause Raimund oder Mehmet oder Svetlana Kurz heißen, auch mit Ihnen hat es selbstverständlich nichts zu tun. Steht für komplette Message Control. U steht für unglaublich fesch und toll. R steht für radikal, blaue Inhalte. Und Z für zurzeit ziemlich kalte Politik. Ja, 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 Kurz ist eigentlich ein Eigenschaftswort. Seit kurzem sind jedoch die Eigenschaften fort. Kurz gesagt, das Land wird kurz regiert und damit rot-blau-grüner Hilfe. Mit rot-blau-grüner Hilfe, mit rot-blau-grüner Hilfe aus der Wien. Und dieses Lied war wie versprochen kurz, aber es hat nichts zu tun mit Sebastian Kurz und auch nicht mit Martina Kurz. Das wäre ein Kurzschluss. Lang, lang. Ah, ja. Nein, ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass ich wieder auf einer Bühne stehen darf. Also quasi frisch aus der Frühpension wieder ins Amt. Das ist super. Nein, ich muss sagen, ich gehöre zu den Profiteuren. Also finanziell jetzt nicht, aber ich meine, so ein Sabbatical oder Frühpension, wie man es nennt, ist ja was Tolles. Und ich fürchte mich nur schon vor dem New Normal. Das alte Normal wird es nicht mehr, das New Normal wird hoffentlich bald vorbei sein, aber das New Normal wird, oh, es wird schon irgendwie gehen. Das Schöne an Corona, ich muss darüber reden, das Schöne an Corona ist, dass es ja auch viele positive Entwicklungen gibt. Es gibt viele Profiteure, es gibt ein Riesenland, zum Beispiel China, die profitieren doch. Die ganze Welt geht in Bohobi und China, ja, ist da. Oder, meine Damen und Herren, Tausende Hochzeiten wurden verschoben und Hunderte bereits abgesagt. Das ist doch positiv. Hey, jede abgesagte Hochzeit ist eine halbe Scheidung weniger. Das ist doch großartig, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die beiden Dinge, die ich gerade gesagt habe, nämlich China aufsteigend und abgesagte Hochzeiten als Österreicherin zu Hause jetzt für sich kombinieren, dann kann eigentlich nur dieses Lied herauskommen. Thank you.
Sabrina, auch wenn es niemand zugibt, Geld zu haben, das ist Glück. Und es gibt nur drei Möglichkeiten, dieses Glück zu erreichen. Die erste Möglichkeit, Sabrina, kennst du sicher. Arbeiten. Und schwuppsdiwupps, in 200-300 Jahren kannst du dir alle Waren dieser Welt leisten. Die zweite Möglichkeit, zu Geld zu kommen, ist erben. Doch dazu sollte jemand, der dich liebt und Geld hat, sterben. Die dritte Möglichkeit, Sabrina, du darfst jetzt ganz frei raten, ist heiraten. Und weil du jung bist und schön, Sabrina, hast du Chancen. Doch warte nicht auf die Avancen armer Männer. Denk klug und groß und über die Grenzen. Die tollsten Männer der Welt erkennt man nicht an ihren Schwestern. Wahre Liebe ist nur Chemie, lang hält sie nie. Doch die Folgen wären ewig, dann bleib doch lieber ledig. Oder such dir einen Mann mit Zaster und viele andere für dein Laster. Doch willst auf Erden glücklich werden, dann höre meinen Rat. Ho, Sabrina, ho, Sabrina, such dir einen Mann aus China. Ho, Sabrina, such dir einen Mann aus China. Ho, Sabrina, pfeff auf Wiener und Berliner. Ho, Sabrina, was du brauchst, ist ein Mann aus China. Ja, 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 ha, ja, ha, ja, ha, 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 in China gibt's kein Corona. Ja, 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 ja. Schaut, die chinesische Volksmusik ist ein bisschen anstrengend, ich weiß. Ja, 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 ja. Das liegt an der Pentatonik. Ja, 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 ja. Aber ich sag immer, wer Andreas Cavalier aushält, holt das aus. Ja? Komm, Sabrina, denk voraus. Europas Lichter gehen langsam aus. Schau dir die Entwicklung an, es ist das Beste, was man tun kann. Sei vernünftig, sei dabei. Such dir keinen Mann aus Bad Sauerbrunn, sondern bitte aus Shanghai. Was? Du glaubst mir nicht? Dann lies den Wirtschaftsteil, vergleich die Wachstumsraten, such dein Glück und Heil, worauf willst du noch warten? Spring über deinen Schatten, Sabrina, denk nicht nur an dich, denk auch an deine Kindeskinder. Und falls du Chinesen nicht magst, Sabrina, dann nimm halt einen Inder. Aber schauen Sie, das ist ja kein Problem, das nur Österreich betrifft oder Mitteleuropa oder Europa. Das ist ein abendländisches Problem. China rauf, Abendland runter. Por eso. O Sabrina, buscate un hombre de China. O Sabrina, buscate un hombre de China. O Sabrina, olvida los hombres de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de San Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de México, de la República Dominicana, de Cuba, de España y Argentina. O Sabrina, lo que necesitas. Es un hombre de China. Oh, Sabrina, what you need is a man from China. Oh, Sabrina, what you need is a man from China. Oh, Sabrina, you need no fucking man from fucking America first, North or South Carolina. Oh, Sabrina, what you need is a man from China. Aber Sabrina, du kannst auch in China österreichische Musik hören. Der größte Hit Österreichs ist pentatonisch. Muy fantástico, muchas gracias. Ah, de nada, de nada. Nein, wirklich großartig. Was ist das Schlimmste für euch jetzt ein Jahr danach? Guido, also das Schlimmste, aber du konntest nicht Skifahren gehen. Das war für dich blöd, ne? Weil das hat dann wirklich gefehlt. Also sonst Menschen treffen für dir. Skifahren gehen hat mir heftig gefehlt, fehlt mir heftig. Das Soziale geht mir gar nicht ab. Ja, also, das sag ich ja. Dass man nicht umarmt und nicht Busse gibt und nicht Hände reicht, finde ich sehr angenehm. Ja. Jemand umarmt? Also im Geschäft schon, beim Einkaufen? Ja, im Geschäft, also beim Biller geht es mir zum Beispiel ab. Na, gerade also in der Gemüseabteilung ist gut, wer herkommt. So. Ein Zungenkuss, also ja. Das ist schon, aber das wird ja alles wiederkommen. Ja.
Weiß ich gar nicht, ob das sogar... Na, bis Freitag haben wir das. Ja. Wenn ihr wollt, schenkt euch ein. Wir haben einen... Danke. Mit Lina vom Rabel aus dem Kamptal. Ich trinke zurzeit nichts und habe jetzt ein Achtel getrunken. Sehr gut, aber man gespürt. Übrigens, Alkohol, falls jemand da sitzt und sagt, bei Alkohol ist ein natürliches Desinfektionsmittel und hilft gegen Corona, in meiner Heimat, ich sage jetzt nicht wo, also im Südburgenland, haben sich, also genau genommen, nein, sage ich nicht, in Jennersdorf, haben sich 16 Leute beim Schnapsbrennen angesteckt. Nein! Wie? Das ist auch Österreich im Kleinen, oder? Ja, super. Isabel trinkt Wasser, nur damit sich niemand aufregt, weil Isabella... wird bald Mami. Also das habe ich zur Corona-Zeit gemacht. Ne? Ja, stimmt. Du hast Kontakt. Ich habe ein Baby gemacht. Ja, ja, aber das kennst du in Lech nicht? Das ist in der Gemüseabteilung beim Bäcker. Das Baby kennt sie noch nicht, überraschenderweise. Ja. Ja? Da darfst du aber nur mit einem Vater machen. Es wird ein Bub. Es wird ein Bub. Sehr schön. Ich hoffe, er wird nicht Kabarettist, das wird hart. Nein, ich hoffe, er wird Tierarzt. Was? Weil? Ja, weil... Bei den Viechern der Hund ist krank. Nein, bei den Viechern, da sparen die Leute nicht. Das stimmt. Und schau, in Corona, die Leute gehen trotzdem zum Tierarzt. Ja, weil sie brauchen den Hund wie ein bisschen Brot, weil sonst dürfen sie nicht rausgehen. Ja? Es gibt ja den Leihhund schon, weil mit dem Hund darfst du um einen Häuserblock gehen. Ne? Haben sich Leute Hunde ausgebeugt vom Nachbarn? Die armen Hunde sind den ganzen Tag nur im Kreis. Überhaupt, ich höre, die Haustiere leiden unendlich, sind wahnsinnig verstört und zittern und zappeln nur noch, weil die Besitzer immer zu Hause sind. Und das geht den Haustieren in Wahrheit fürchterlich auf die Nerven. Weil die das nicht gewohnt sind. Nein, normalerweise gehen die Leute in die Arbeit und machen die Haustiere Party. Und jetzt geht das nicht, jetzt müssen sie schnurren oder so komische Sachen machen. Es wird überhaupt alles anders sein, wenn wir alle geimpft sind, sagen die einen. Die anderen sagen, aber wir haben viel zu wenig Impfstoff. Da tun sich auch interessante Dinge auf. Es tun sich auf zum Beispiel Menschen, die Impfreisen veranstalten. Oh. Impfreisen.at gibt es seit dem Februar ein Angebot in Österreich vom Herrn Mucher. Und das ist einerseits eine Leistung, das zu organisieren, und andererseits auch eine Leistung, wie man Sympathielosigkeit noch steigern kann. Das ist gelungen, kann ich ganz herzlich gratulieren. Große Sympathien hingegen hege ich für den nächsten Kollegen, endlich wieder hier bei uns mit dabei. Guido Tartarotti, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, gleich schon. Danke. Danke für den Applaus, das ist lieb von Ihnen. Liebe Damen und Herren, wie geht's Ihnen? Ja? Haben Sie auch so viel Sport im Fern geschaut jetzt im Lockdown? War ja wahnsinnig viel, oder? Also, was war? Ski-WM war? Tennis, Dominic Thiem in Australien, Wahnsinn, ne? Bei der Übertragung auf Servus TV hat der Kommentator Alex Antonitsch über den Gegner vom Thiem, einen gewissen Grigor Dimitrov, gesagt, er spielt heute mit Darm. Und das ist natürlich unfair, finde ich, ja, weil da hat sich der Thiem gleich angeschissen. Aber vielleicht hat der Dimitrov ja auch nur auf den ORF-Skikommentator Armin Assinger gehört, der vor der WM-Herrenabfahrt laut gerufen hat, so, jetzt gibt's kein Klo-Gehen mehr. Ja, die direkte Folge davon, laut Oliver Polzer, Kriechmeier, Sander und Feutz sitzen auf den Medaillen. Aber das ist alles nichts gegen das, was man der amerikanischen Skiläuferin Breezy Jones angetan hat. Die müssen wir heute ganz anstreichen, hat der ORF-Kommentator Peter Brunner gesagt. Mit welcher Farbe sie lackiert wurde, wissen wir leider nicht. Ich frage mich ja seit Jahren beim Skifahren im Fernsehen, was mit der liegengelassenen Zeit passiert. Ich meine, Sie kennen das ja, oder? Bei jedem Skirennen lassen die Läufer, die Kommentatoren werden es ja nicht müde zu betonen, Zeit liegen. Und ich frage mich jetzt immer, bleibt die Zeit im Schnee der Pisten verborgen, bis sie im Sommer dann ausapert? Ja? In Kitzbühel beim Seidelalmsprung ist sogar eine Menge Zeit begraben, habe ich im ORF gehört. Ja, möglicherweise werden jetzt im Sommer Horden von Zeitgräbern losziehen, um auf der Seidelalm nach Zeit zu schürfen. Ja, bleiben wir noch ein bisschen beim Skisport. Auch was Interessantes, im deutschen Fernsehen hat ein Kommentator beim Skispringen gesagt, der Rückenwind kommt jetzt von hinten. Ja, das ist das Gemeine am Wind. Der bläst ja nicht von vorne in den Rücken, sondern von hinten. Wie wirst du damit zurechtkommen? Ne? Aber das alles erinnert mich sehr an den legendären Heinz Brüller, Sie erinnern sich sicher, der mal bei einer Formel-1-Übertragung erklärt hat, besonders gefürchtet sind in Estoril die Seitenwinde, weil sie auch von vorne und von hinten kommen. Ja, es ist auch gemein. Ne? Ja, auch die Gastronomie, das haben Sie sicher bemerkt, hat sich umstellen müssen, sich an die Corona-Zeit anpassen müssen. Vor einem Gasthaus in der Steiermark steht jetzt ein Hinweisschild,
Speisen jetzt auch zum Mietnehmen. Ja, du siehst schon, die wirtschaftliche Situation zwingt die Wirten zu besonderen Maßnahmen. Man darf die Speisen nur noch mieten, also ausborgen, muss sie aber nach Gebrauch wieder zurückbringen, damit sie weiter vermietet werden können. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich vermisse trotzdem die Restaurantbesuche. Also jetzt nicht unbedingt wegen des Essens. Das Essen ist ja, wenn wir ehrlich sind, oft einmal von eher fragwürdiger Qualität. Ein Leser hat mir geschrieben, er hat auf einer Speisekarte in Wien Folgendes gelesen. Victoria-Arschfilet mit Spargel und Kartoffel, 18,50 Euro. Also wie sagt man in Wien, das muss man wollen. Noch dazu ist 18,50 Euro, finde ich, nicht gerade günstig für einen Victoria-Arsch. Und ebenfalls ein bisschen fragwürdig klingt burgenländische Bauernleber. Ich weiß nicht, da darf man wahrscheinlich nachher nicht mehr Auto fahren. Also ich mag Restaurants, ich mag Speisekarten, vor allem ich esse gerne im Urlaub. Die Speisekarten im Urlaub sind super, da kannst du wirklich was lernen, ja, fürs Leben. Zum Beispiel auf Teneriffa, in einem lokalen Teneriffa, Stecker vom Dorsch mit Fischteich des Gemüses und Gefräßigkeit. Ja, wenn es da keinen Appetit auf Gefräßigkeit gibt, kriegst, kann da auch keiner mehr helfen. Ja. Oder ebenfalls in diesem Restaurant in Teneriffa, Tischplatte für zwei Personen mit königlicher Thunfischverbreitung. Also dort kannst du nicht nur am Tisch Platz nehmen, wenn du noch einen Hunger hast, kannst du den Tisch auch noch zu zweit verspeisen und dich königlich thunfischartig verbreitern. Übrigens sind solche Speisekarten oft auch erstaunlich ehrlich. Also ich war mal in Lissabon auf Urlaub und da ist gestanden in einem Lokal, Wiener Schnitzel, gar nicht so schlecht. Ja. Richard Lugner, ich möchte ihn noch einmal kurz erwähnen heute, damit er erwähnt wurde, der war auf den Malediven auf Urlaub und hat diesen Urlaub wie folgt gerechtfertigt. Es ist gut, wenn weniger Österreicher in Österreich sind, dann gibt es weniger Ansteckmöglichkeiten. Ja, dieser Logik folgend sollten wir vermutlich alle auf die Malediven auswandern. Es wird dann dort zwar ein bisschen eng, aber dafür gibt es in Österreich kein Covid mehr. Andererseits habe ich jetzt gelesen, jeder Österreicher hat bei den Lockdowns im Schnitt 2 Kilo zugenommen. Das sind insgesamt knapp 18 Millionen Kilo. Meine Damen und Herren, das ist für die Malediven zu viel. Die gehen bei der Belastung unter. Vielen Dank. Guido Tartarotti, meine Damen und Herren. Guido Tartarotti, hast du auch zugenommen, Guido? Ja. Bissi? Ja, zu und wieder ab, aber... Zu, ab, zu, Jojo-Effekt. Ja, furchtbar. Ja, ich habe im Schnitt 2 Österreicher zugenommen. Ja? Würdet ihr euch mit Sputnik impfen lassen? Ich würde mich mit allem impfen lassen, was es wurscht. Was zugelassen ist. Am liebsten mit Sinovac. Weil ich finde, also Sinovac besser, also als Österreicher möchte ich mit Sinovac. Es gibt einen Impfstoff, der heißt Sinovac. Ja. Wirklich? Ja, aber ich habe es nie so gemacht. Was? Den baut man zu Hause, den Sinovac. Ja. An Glykol. Na wirklich, also, gibt es Sinovac, heißt ja, Sinovac. Der kroatisch-burgenländische Impfstoff aus China. So etwas erheitert mich ja ungemein, meine Damen und Herren. Genauso wie um schöne Dinge, weil wir es schon einmal angesprochen haben, zu verkünden. Es gibt Nachwuchs nicht nur im Hause Panagel, sondern auch im britischen Königshaus oder eigentlich nicht mehr Königshaus, nicht? Weil Meghan Markle und so, die sind jetzt ja, die sind ja ausgestiegen quasi, die sagen, wir wollen mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben, nach dem Brexit der Briten, jetzt der Königshaus-Exit von den beiden und die kriegen auch wieder ein Baby. Ist das nicht schön? Und wer könnte jetzt kommen? Was für eine großartige Brücke. Hier ist Isabel Panagel, meine Damen und Herren. Bitteschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da bin und ich möchte euch am Anfang raten, ich wette, Sie sitzen gerade vorm Fernseher und das Erste, auf das Sie geschaut haben, war auf meinen Bauch. Und dann haben Sie sich gedacht, aha, das ist der Grund, warum es die Fastenzeit gibt. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht blattgefressen, also nicht nur, ich bin schwanger. Und ja, Sie haben vollkommen recht, ich hatte keinen Bock auf Kontaktbeschränkung. Und falls Sie sich jetzt denken, ah, jetzt macht sie sich ja urviel Witze über dünne Frauen, weil sie selber halt gerade dick ist. Natürlich ist das so. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Witze über Dicke oder über Ausländer machen würde, wäre es Diskriminierung und so eine bin ich nicht. Wenn Sie sich jetzt von mir bei dünnen angesprochen oder vielleicht diskriminiert fühlen, muss ich sagen, tut mir leid, hätten Sie in der Corona-Zeit einfach mehr gefressen. Und ganz ehrlich, bei dünnen traue ich mich auch. Also was wollen Sie tun? Sich auf der Straße auf mich werfen? Und,
unter uns, fragen Sie sich nicht auch oft, wofür gibt es denn bitte Schönheitsideale, die sagen, wie wir ausschauen sollen? Oder ständig wird uns eingeredet, wir müssen trainieren. Ich bekomme da immer das total schlechte Gewissen. Jedes Mal, wenn ich so ein abgemagertes Rippenmodel sehe, denke ich mir, wieso schaffe ich das nicht? Ja? Ganz ehrlich, bei mir sieht man nicht einmal die Rippen, wenn ich im Bauch einziehe. Und wissen Sie, an was ich denken muss, wenn ich so ein Rippenmodel sehe? Körperwelten. Und wissen Sie, ich ärgere mich dann. Ich denke mir, Isabel, warum bist du so deppert und kaufst dir so eine Frauenzeitschrift, wo die alle drin sind? Und warum schmierst du dich mit Fett weg, Creme um 200 Euro ein, frisst dazu aber eine halbe Sau vom Grill? Wissen Sie, wie ich mich da über mich selbst ärgere? Ich habe letztens einen Bericht über eine Frau gelesen, die 8 Stunden am Tag trainiert. 8 Stunden! Ich meine, ich bin Künstlerin, ich bin nicht einmal 8 Stunden am Tag wach. Und die hat dann auch erzählt, was sie alles isst, beziehungsweise was sie alles nicht isst. Die isst am Tag nur 500 Kalorien. Das sind übers Jahr gerechnet 182.000 Kalorien. Oder wie wir Schwangeren gerne sagen, ein kleiner Zwischensnack. Und die Nächsten, die mich so aufregen, sind diese ganzen Instagram-Skinny-Ladies. Die regen mich so auf, wie sie gerade mit ihren ausgemergelten Gesichtern in Dubai ein Selfie von sich machen, während sie in eine Avocado beißen. Und dann schreiben sie Hashtag Perfect Life. Und ich denke mal, ehrlich, wollt ihr uns weismachen, dass ihr gerade ein Hashtag Perfect Life habt, weil ihr in eine Avocado beißt? Also entschuldigen, aber jeder von uns, der schon mal in eine Avocado bissen hat, was? Die lügen! Schweinsbraten mit Knödel, da sag ich Hashtag Perfect Life. Und dann reden die auch von Problemstellen am Körper. Da habe ich nicht einmal gewusst, dass man da ein Problem haben kann. Schauen Sie, wenn ich in meinem Leben eine Problemstelle habe, dann dass ich mir als junge Familie in Österreich bald keine größere Wohnung mehr leisten kann. Da bräuchte ich Tipps und Tricks. Aber über was schreiben dann wieder diese ganzen Frauenzeitschriften? Über das weibliche Bein. Laut diesen ganzen Berichten hat das weibliche Bein mittlerweile mehr Problemstellen wie österreichische Politiker Korruptionsvorwürfe. Ja, es geht schon beim Knöchel los. Du giltst als optimale schlanke Frau, wenn dein Knöchelumfang unter 11 cm misst. Habe ich natürlich sofort nachgemessen. Ich bin momentan 3 optimale schlanke Frauen. Aber liebe Damen, wisst ihr, wann euer Knöchel wirklich zu fett ist? Wenn ihr vom Gericht eine Fußfessel bekommt und die passt euch nicht. Und weiter geht's denn mit den Knien? Wir brauchen schöne Knie. Bitte warum? Ist doch komplett wurscht, wie die zwei da unten ausschauen. Mensch, schauen Sie, ich sehe die nicht einmal. Es geht sie einfach nicht aus. Und für mich der wildeste Trend der Zeit ist der Toblerone-Tunnel. Der Toblerone-Tunnel wird folgendermaßen beschrieben: Wenn Frauen die Beine zusammen haben und sich oben bei den Oberschenkeln ein Dreieck bildet, wo man durchschauen kann. Wofür? Wofür brauche ich zwischen meine Oberschenkeln ein Dreieck? Hat sich die Form des männlichen Penis so verändert? Und was ist die nächste Stufe? Ein Rittersportquadrat. Ich habe mich jetzt natürlich schon gefragt, so wie bekomme ich jetzt so einen Toblerone-Tunnel? Wahrscheinlich muss ich mir einfach eine Zeit lang eine Toblerone-Stange zwischen die Beine klemmen. Habe ich probiert? Ist geschmolzen. Also, ein Teil ist geschmolzen, einen anderen Teil habe ich einfach gefressen. Aber schauen Sie, natürlich ist das so. Natürlich mache auch ich mir Gedanken über meinen Körper. Aber das reicht heutzutage nicht. Heutzutage als Frau, ich muss ja nicht nur schauen, dass ich einen tollen Körper habe, ich will auch gleichberechtigt sein. Und ich zum Beispiel, ich will alles haben, was die Männer auch haben. Alles. Außer Brusthaare. Na, weil ich einfach glaube, das schaut bei mir deppert aus. Wissen Sie was? Ich will sogar Hoden. Ich möchte so richtig schöne, dicke Hoden. Würde ich immer so gehen. Und schauen Sie sich einmal einen Mann an, wenn er gelangweilt in der Ecke steht. Hand in der Hosentasche und zack, hat schon eine Beschäftigung. Der kommt nicht auf die Idee. Na ja, jetzt könnt ihr ein bisschen über meinen Körper nachdenken. Hand in der Hosentasche, denkt sie, das Wichtigste habe ich dabei. Und zufrieden sind die Männer.
Und wir Frauen machen uns Gedanken über unsere Beine. Ganz ehrlich, wir sind die Einzigen auf diesem Planeten. Ich war im Sommer im Tiergarten Schönbrunn bei so einer Robbenshow. Denen ist es wirklich scheißegal, wie dick sie sind. Ganz im Gegenteil. Die lassen sich während so einer Robbenshow wiegen und alle anderen Zuseher können die Zahl auf der Waage sehen. Wäre bei uns Frauen undenkbar. Wenn wir Frauen uns zu Hause auf die Waage stellen, alle müssen das Haus verlassen. Wenn ich mich zu Hause im Schlafzimmer auf die Waage stelle, meine Zahl auf der Waage, die ist so geheim, ich gehe sogar selber aus dem Raum. Ich weiß gar nicht, was ich wiege. Ich schätze 52 Kilo. Und bei dieser Robbenshow, da gibt es so eine Anführerrobbe. Und die gibt es wirklich. Die heißt Kommandante. Und dieser Kommandante, der ist während der Show auf die Waage gewartelt. Dann ist er gestanden, 397 Kilogramm. Voller Selbstbewusstsein ist er auf den Sprungturm gegangen, ist runtergesprungen ins Becken. Das halbe Wasser ist rausgespritzt. Die Zuschauer sind angespritzt worden. Alle waren begeistert. Alle haben Zugabe geschrien. Ich war urbegeistert. Ich bin am nächsten Tag ins Freibad. Bin rauf auf den 3-Meter-Turm, aber da hat keiner gerufen, yeah, Kommandante! Nur so ein paar Saufratzen, ih, fette Tante! Aber ganz ehrlich, ich bin trotzdem gesprungen. Weil schauen Sie, wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, dann hat das zwei Vorteile. Erstens, mal schneller wieder unten. Und zweitens, man trifft die Saufratzen ein kleines bisschen besser. Dankeschön. Bravo. Isabel Panagel. Kommandant ist legendär im Tiergarten Schönbrunn. Ja. Großartig, fantastisch. Und du, und dieser Toblerone-Tunnel, ist das du erfunden, oder? Nein, den gibt's wirklich. Das gibt's wirklich. Ja, weißt du das? Weil ich auf Instagram bin. Das ist ja ein totaler Instagram-Trend. Aber sind das die großen Toblerone vom Flughafen? Oder? es gibt das andere ist die Brücke. Wie heißt das? Die Bikini-Brücke. Ja. Was ist die Bikini-Brücke? Die Bikini-Brücke ist, wenn die Frauen sich selbst, also ein Selfie machen, während sie im Bikini in der Sonne liegen, dann muss das Bikini-Höschen sich von Hüftknochen zu Hüftknochen spannen und darüber eine Brücke. Ja, genau. So. Und wenn das nicht geht, ist die Seufzerbrücke. Genau. Das ist alles so absurd. Das ist in Instagram. Du musst auf Instagram. Und ganz schlimm für Männer, um dann die Überleitung auf den Gary Seidel zu finden. du sagst immer, du trinkst gerne ein kleines Bier. Ja. Oder einen guten weißen Wein. Bier musste weggeschüttet werden jetzt schon. Das finde ich furchtbar. Weit sind wir gekommen. Ja. Grauenhaft. Ja, in Vorarlberg. Es ist halt durch Tirol durchkommst du nicht. Jetzt aber es gibt einen, der macht, in der Südsteiermark gibt es einen Privatbrauer, der hat seinem anderen Freund gegeben und der macht Bierschnaps draus. Das finde ich vernünftig. Und alle 16 haben sich angesteckt. Genau. Habe ich das schon erzählt? Ja. Bierschnaps, ne? Auch gescheit. Ja, das ist eine schöne Corona-Krankheit. Habe ich das schon erzählt? Wenn man nur mal mit dieselben Leuten saß. Das hat er noch schon erzählt. Das habe ich noch nicht erzählt. 18 Mal, Gary! Habe ich noch nicht gesagt. Geht euch das auch so? Oder? Meine Freundin und ich, wir erzählen uns mittlerweile die Geschichten zum 20. Ja. Mal. Ja. Und weil du nur eine Freundin hast. Ja, ich habe das Glück, eine Freundin zu haben. Weil wir uns lieb haben, tun wir so, als hätten wir das noch nie gehört. Wirklich schön. Und es weiß aber der jeweils andere. Und ich glaube, das ist eine schöne Definition für das Prinzip. Das ist dieses Omega-Hören. Das geht gar nicht mehr rein. Ja, ja. Es kann natürlich auch die Demenz bei euch Einzug halten. Und das wollen wir nicht. Bei mir ist noch nicht. Ich kann mich noch erinnern, wer noch nicht geredet hat. Und ich freue mich drauf, dass hier ist, meine Damen und Herren. Hier ist Gary Seidel. Hey. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr lieb. Dankeschön. Dankeschön, danke für die liebe Einladung. Spörk hat schon erwähnt, hätte ich nicht geglaubt, so bald wieder auf diesen Brettern sein zu dürfen, die Welt bedeuten. Ich habe seit langem wieder mein Auftrittshemd gebügelt, hätte es hinten fast verbrennt, aber das sehen Sie. Es ist ja immer noch Corona, angeblich. Also die einen sagen so, die anderen so. Ich weiß es nicht, wie der totale Stand ist. Ich höre mir es auch nicht mehr an, die ganzen Pressekonferenzen. Ich kann sie nicht mehr sehen und nicht mehr hören, die Entscheidungsträger. Bin nur gespannt, ob sie am Ende des Tages ihre Entscheidungen dann auch tragen. Aber wie man so schön sagt, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Ich denke mal, ich merke es dann, wie die Geschäfte wieder offen sind. Dieses Online-Shopping haben wir schon kurz erwähnt. Diese herrliche Idee, Kauf aus Österreich, hat er schon wieder zu. Schade um dieses Erfolgsprojekt. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Salzstreuverbot im August. Braucht auch keiner und trotzdem gibt es es. Ich persönlich, ich kaufe ja sowieso nichts. Ich bin ja ganz ein schlechter Einkäufer. Von mir lebt die Industrie nicht. Ich habe alles und ganz im Gegenteil, jetzt wo ich so viel zu Hause bin, haue ich Sachen weg.
Beleg, beziehungsweise ich sammle sie, um auf die Plattform Willhaben zu stellen. Auf das bin ich jetzt drauf gekommen, dass das gibt. Gibt schon ganz lange, ich kannte das nicht. Willhaben ist großartig, ja. Ich bin auch sehr firm. Jetzt stapeln sich bei uns tonnenweise Kisten mit Sachen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen oder die ein bisschen hin sind. Ich meine, da mein Laptop zum Beispiel, das ist mir so ein Achtelwösch-Riesling reingeronnen, merkt keiner. Und muss die drüben jetzt aber fotografieren und dann so online stellen. Also sie kennen sich da besser aus wie ich wahrscheinlich. Muss aber vorher recherchieren, was hat das Klumper damit gekostet. Dann einpreisen und das zahlt sie bei mir, bis das drum endlich jemand kauft. Braucht es überhaupt niemand mehr. Somit bin ich eigentlich dabei, die Plattform www.volthaben ins Leben zu rufen. Finde ich gar nicht schlecht. Geniale Plattform. Alles Dinge, die man mal kaufen wollte, es aber nicht getan hat und die man eigentlich nicht fehlen. Also www.volthaben.at, schauen Sie rein. Meine Frau hat mich mitsamt meinem Klumper dann vor die Türe gesetzt, weil wir uns nicht mehr bewegen konnten im Haus. Jetzt habe ich alles auf den Recyclinghof gebracht und dort stehen immer so Ungarn. Die stehen vor dem Recyclinghof, natürlich total illegal, also wenn der näher mal das sieht, sind die sofort einmal angeschoben. Nicht? Obwohl die wirklich integriert sind, die kennt jeder in der Stadt, die Ungarn. Würde ich interessant finden, würde man den Nähhammer abschieben, würde irgendjemand sagen, dass der integriert war? Nein, also maximal in seiner Gesellschaft. Nein, und ich finde es eigentlich großartig, dass die Sachen noch eine Verwendung finden. Also upcycling, sagt man, ne? Neudeutsch. Und muss aber dazu sagen, die nehmen auch nicht mehr alles. Die Ungarn, ich habe diesen alten Epson Stylus DX 3800, meinen alten Drucker, den hat dieser Ungar in die Hand genommen, als hätte ich ihm gerade ein kohlebetriebenes Dampfbügeleisen in die Hand gegeben. Und dann hat er in sein 12er iPhone noch geschaut, ob es für den Drucker überhaupt noch Patronen gibt. Nicht? Und also da merkt man schon die Klassenunterschiede. Macht mich traurig. Bin ich dann wieder nach Hause gefahren und das war eigentlich so der einzige Ausflug in den letzten 2 Wochen, auf die es ankommt. Und sonst sieht es aus. Ich bin ja, also ich bin generell gern zu Hause, ist nicht viel Unterschied, weil ich bin immer den ganzen Tag zu Hause und am Abend bin ich dann ins Theater gefahren und früher nicht. Und jetzt habe ich geschlafen, jetzt schlafe ich halt länger und oft schlafe ich ganz lang. Jetzt geht's nicht, jetzt geht die Puppe wieder in die Schule, das haut mir ein bisschen meinen Tag zusammen, weil da mache ich Frühstück. Ja, muss aber sagen, habe meine Tochter dabei ertappt, sie hat bei einem Zoom-Meeting, hat sie letztens in die volle Gruppe gesagt, der Papa kocht nach dem Corona-Kochbuch. Habe ich dann gesagt, was heißt das? Hat gesagt, alles geschmacklos. Ja, das macht mich traurig, habe ich mich hingelegt. So, und jetzt sitze ich und liege ich und liege und sitze abwechselnd. Nur, was einen gesunden Menschen ausmacht, ist ja eigentlich Bewegung, Lachen, Singen, Tanzen, gesundes Essen und soziale Kontakte. Ne? Verordnet wird uns, Lader haben sitzen, Fernschauen, Fertigpizza essen. Also, wenn es nur lang dauert, wären wir sowieso krank, mit oder ohne Corona. Und Umarmungen, auch wenn ich kein Arzt bin, gibt es nicht in Spritzen. Ne? Muss das selber holen. Und so ist unsere einzige Bewegung eigentlich, dass wir in der Teststraße uns die Füße im Bauch stehen. Dass man bei dieser Gelegenheit nicht gleich schaut, ob der vielleicht genügend Zink hat, Vitamin C, Vitamin D oder Magnesium, finde ich schade, wird aber einen Grund haben, denke ich mir, ist nicht so, macht mich traurig. Meine Frau ist da ganz anders, meine Frau ist ständig unterwegs, die hat so Hummeln im Popo, wie man sagt, die ist ständig am Einkaufen fahren. Fährt zur Butter einkaufen, kauft die Butter und fährt heim. Dann kauft sie einen Kakao und fährt wieder heim. Dann kauft sie das Backpulver, fährt wieder heim, Mehl, Zucker, fährt hin, her, Eier, check ich, weil ich Hühner zu Hause habe, da ersparen wir uns die Reise. Aber man kann sagen, für einen so einen Marmor-Gugelhupf ist die gute 140 Kilometer im Auto unterwegs. Da geht man eigentlich schon nach Ischl vor einen Zahnarztstuhl. Aber das ist verbacken, laut Nehammer. So, und das macht mich auch traurig. So, aber für unsere Beziehung, muss ich sagen, sind diese Ausflüge meiner Frau Gold wert, weil man biegt schon viel zusammen. Also schon, wir lieben einander natürlich, aber so jetzt auch, also schon auch, aber das ist schon ein bisschen viel. Und jetzt ist jeder ein bisschen unterwegs, nicht? Die Andrea ist beim Einkaufen, die Puppe geht in die Schule, weil das Homeschooling war ja auch nicht der Yellow from the Egg, wie der Franzose sagt. Hat übrigens auch alles meine Frage gecheckt, weil sonst wäre die Kleine voraussichtlich 2 Klassen zurückgefallen, wenn ich mit ihr gelernt hätte. Meine Schwester macht das so. Meine Schwester, die ist wirklich tapfer, sitzt zu Hause alleine mit 2 Kindern ohne Mann, weil sie sagt, das ein Mann weniger ist ein Problem auf der Couch weniger und macht das Homeoffice, macht Spedition in Ausland, also viel am Computer, beide Kinder auch viel am Computer mit ihrem Homeschooling und das Ganze mit einem Computer.
einem. Gratulation. Da kommt man zusammen. Und ich bin sehr froh, dass meine Schwester Logistik studiert hat, weil so kannst du es gut einteilen, weil wenn du dich da einmal mit den Klozeiten verdurst, hast du als Kind eigentlich gleich ein Jahr in Mathematik verloren, zum Beispiel. Und das ist dann eine Lücke, die du dein Leben lang nicht mehr aufholst. Da kannst du zwar plus, minus, mal dividieren, aber mit den fünf Nullen bei Komma rechnen hast du verschissen. Also zur Not wirst Finanzminister. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass unsere Kinder etwas Anständiges lernen, dass wir besser haben. Und da haben die Eltern, die haben es zurzeit nicht leicht. Also ich denke an euch und ich sage dann zu meiner Schwester, sag ich, kauf doch wenigstens einen zweiten Laptop für die Kinder. Sagt sie, ja, das ist teuer, aber sie kriegt jetzt eher einen von so einem Ungarn, der hat einen gebrauchten Mac Air, der kommt morgen mit der Post. Denke mir, na, ich glaube, ich kenne ihn, wenn er nach Wöschrissling riecht. Nimm ihn nicht. Nein. Außerdem, bei der Post, sage ich, glaube ich, kommt der nicht. Also bei mir kommt gar nichts mehr mit der Post, bin ich drauf gekommen. Schon lange nicht mehr, weil die schreiben immer nur so einen gelben Zettel, dass sie mich zu Hause nicht angetroffen haben. Was für ein Blödsinn ist denn, ich bin zu Hause. Ich sitze, jetzt sitze ich schon neben der Eingangstür vom Postkastel und warte auf ein Paket, das ich aber eigentlich nie bestellt habe, weil ich ja Zeit habe. Ich habe Zeit, bis die Zahlen wieder stimmen. Ja, welche weiß ich noch nicht genau, aber das werden uns die Experten dann sagen. Welche Zahlen stimmen wir? Zahlen, überall Zahlen. Wer soll das bezahlen, frage ich mich. Und es ist ja überhaupt unglaublich, wie wichtig Zahlen in unserem Leben geworden sind. Also ich kenne mich mit Zahlen ja an sich nicht aus und so mit Prozenten, was alles so ist, gerechnet wird. Habe aber nur gehört und sage das ganz leise, weil sonst wäre ich ja gleich gekreuzigt. 99,9% der Menschen, 99,9% der Leute überleben den Coronavirus. Ja? Wollen wir aber nicht haben. Ja? 100% der Leute hingegen überleben die Pension nicht. Wollen aber hin. Das verstehe ich nicht. Das macht mich eigentlich traurig. 1000 Fragen. Doch eines glaube ich schon. Fragen, die wir nicht beantworten können, sind in der Regel weitaus besser als Antworten, die wir nicht in Frage stellen dürfen. Bleiben Sie fröhlich. Gary Seidel, meine Damen und Herren. Für Deutsches. Ich bleib stehen, weil ich möchte noch was anfügen. Der Kollege Fleischhacker und ich, wir waren ja lang gemeinsam im Außendienst. Und na ja, schon lang. Also mir ist lang vorgekommen. Nein, wollte ich nicht sagen. Und ich habe aber da, wir haben einen Gedanken durchgespielt. Ja, und zwar der Gedanke lautet, stellen Sie sich bitte vor, 7 Jahre Corona. Seit 7 Jahren ist Österreich im Lockdown und ich meine den richtigen Lockdown. Ja, also nicht diesen regierungsjokerligen Lockdown, das ist auf zu, man spät es kam. Wer die Werbung noch kennt? Ja. Keiner. Sondern der richtige. Na, Ken, ein Joker-Bett bekam der Max. Für Nachts und auch für Untertags. Der Güter hat es immer in sein Programm gehabt. Der schöne Stoff, so fein genäht, ja, das ist Joker-Qualität. Ja, kennst du es noch? Okay, auf zu. So, 7 Jahre im richtigen Lockdown. Ja, 7 Jahre Lockdown in Österreich, ein Gedankenexperiment. Dabei haben wir doch viel gemacht, um das Land noch zu retten. Das darf man nicht vergessen. Wir haben in letzter Minute haben wir es geschafft, dass wir Tirol dem René Benkö verkaufen können. Ja, das hat ein bisschen Geld gebracht, das wollten Sie dann genauso machen mit dem Burgenland. Ja, stimmt, aber da hat man sich gedacht, 100 Jahre sind genug und darum nichts mit dem Burgenland. Schade, ist auch, wie gesagt, ohnehin nichts geworden. Jeff Bezos, sagt man den? Jeff Bezos. Der mittlerweile der erste Trillionär der Welt ist und eben den afrikanischen Kontinent gekauft hat. Ja, inklusive Wasserrechte und Nestlé hat er das gekauft. Richtig. Und er wollte wirklich den Neusiedlersee und das Burgenland kaufen, hat dann aber Angst vor dem Paten bekommen, muss man sagen. Ja. Es ist nichts Persönliches. Es geht nur ums Geschäft. Hans-Peter Doskozil hat sich gegen den Verkauf seiner Spielwiese gewehrt und Jeff verjagt mit den Worten, solange meine Stimme im Burgenland noch was zählt, wirst du deine Fiers nicht im Neusiedlersee boden, Klotzerter, Schlechte, geschissen, Prime, Freundschaft. Wobei 2025, kannst du dich erinnern, 2025, und da waren wir so knapp dran. Wir haben gedacht, wir haben es geschafft. Es war so, die Leute wollten wieder aufsperren, die Geschäfte, also die es heute noch geben hat. Die waren. Ja, die paar Lehrer wollten zurück in die Schule, die Kinder wollten ihre Schulfreunde wieder treffen. Es war wirklich... Ja, aber dann dieser Rückschlag. Ja. Was war's? Ja, der Arne. Ein einziger, der sich angesteckt hat. Wir waren alle negativ, einer hat sich angesteckt.
Weil er telefoniert hat. Ein Vorarlberger telefoniert mit seiner Tante in Schweden um und hat sich über den Messenger-Dienst angesteckt. Ne, dann eh klar, haben wir es wieder. Lockdown, das war ein herber Rückschlag. Ja. Bei dem neuen Virus handelt es sich ja mittlerweile um Covid 463. Ja, genau. Ja, die Umfragewerte von Sebastian Kurz sind stetig steigend, weshalb Alexander Lukaschenko regelmäßig beim zum Nachhilfeunterricht erscheint. Das Bundeskanzleramt wurde umbenannt in das Bundeskurzleramt. Österreich besitzt nun 5 Feiertage mehr, 3 für den jeweiligen Geburtstag des Kanzlers, 2 für seinen Namenstag. Und der Ort, an dem er zum ersten Mal das Waldviertel betreten hat, wurde von ihm persönlich im Zuge einer Kranzniederlegung zum Weltkulturerbe erklärt. Und genau an jedem Ort, wo er damals das erste Mal mit dem Fuß aufgekommen ist, entspringt seitdem eine warme Quelle, eine heilige, die angeblich heilende Kräfte hat. Ja, das Blümelwasser. Das ist ja nicht nur der Exportschlager aus dem Waldviertel, weil es angeblich schmerzfreie Besenreise entfernt und kritisches Hinterfragen vorbeugt und ist aufgrund dessen von der Regierung zum verpflichtenden Mundspülen vor und nach dem Essen und Zähneputzen verordnet. Ja, aus dem Bundeskurzleramt, das mittlerweile heißt, wird jeden Sonntag die heilige Messe übertragen. Der Stephansdom ist zu, klarerweise. Ja. Aber was Schönes, was mir immer Halt gibt, ist, dass bei der Messe der Sobotka mit dem Cello spielt. Ja. Nackt hinter dem Cello. Das ist schön. Ja. Oder ist der einzige Musiker, der seit 7 Jahren einen Job hat. Er wird aber immer regelmäßig vom Nehammer angezeigt, weil der immer sagt, das geht so überhaupt nicht. 7 Jahre Lockdown. Ja, was ist mit der Eltern? Das ist interessant. Was ist mit der Elterngeneration passiert in all den Jahren? Ja. Die wohnen in Heimen, kriegen 3 Mal am Tag was zum Essen, was Warmes. Ab und zu, wenn sie brav sind, kriegen sie eine echte Fensterklinke in die Hand, wo sie dann ab und zu das Fenster aufmachen können und ein bisschen frische Luft schnappen können. Natürlich mit, was haben wir, FFP9-Maske, ja. Dass ja. Man ein bisschen was Ding. Und sonst haben sie schönes Fernsehen, was, wie heißt es? Kurz-TV. Kurz-TV, genau. Kurz-TV. ORFK. Ja, wird oft mit ORF Kärnten verwechselt, ist aber eine Namensverwechslung. Na, da gibt es eine eidesstattliche Erklärung von Brabetz, dass das damit nichts zu tun hat. Alle anderen Sender gibt es halt nicht mehr, ne? Die sind halt nicht mehr ORFK da. Liefert ein schönes, sauberes, lustiges, buntes Programm. Ja, das ist schön. Der Bergdoktor in Endlosschleife und die Wiederholung von den Pressekonferenzen in Endlosschleife. Ja, und in der Nacht, ab 23:30 Uhr, als große Überraschung und persönlichen Fetisch von unserem Rudi Anschober, malt er verkleidet als Bob Ross seine schönsten Kurven mit Pinsel auf Leinwand. Ja, das ist sehr schön. Wir sind bei der Kunst. Was ist passiert? Nix. Nix. Nein, nix. Nix. Das ist doch was Schönes. Ja. Fantastisch. Florian Klenk, immer noch da, deckt mittlerweile sich selber auf und hat ganz arge Seiten an sich selber. Entdeckter Wolfgang Fellner ist mittlerweile so blatt, dass er nur allein im Studio sitzt und sich selber interviewt und das auch grauslich genug ist. Es ist wirklich schwierig. Die Übertragung des nicht stattfindenden Opernballs sprengt nach wie vor alle Rekorde. Von Jahr zu Jahr. Ja. Salzburger Festspiele finden statt. Ah, warum? Was so ist. Okay. Ja, sollte eigentlich als Erklärung genügen. Die Frage ist, wie geht's weiter nach 7 Jahren? Ich weiß es nicht, aber die nächsten 2 Wochen sind auf jeden Fall entscheidend. Bleiben Sie fröhlich. Tod schütze Österreich. Eine natürliche Reaktion, dass alle aufstehen, oder? Sehr schön. Guido steht auf. Sehr schön. Und das war's, meine Damen und Herren, mit der Tafelrunde für den Februar. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mit dabei heute Guido Tartarotti, Isabel Pannagel, Christoph Spack, Gerry Seidel und natürlich auf der Kirchenorgel Rainer Kepplinger und die beiden Staatsanwälte Sascha Nikolic und Mike Wagner. Danke für die Musik, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Wiederschauen.